Gott, er ist hinter mir her! Hilfe! Echt jetzt? Ja! Bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein! Let's start again. Moin ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und ihr seht es uns schon an, dem lieben Zander und mir. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir sehen nämlich ein bisschen anders aus und zwar sieht man das ja schon an dem Kopf, denn was haben wir heute vor, Zander? Wir wollen heute einen Wizard töten. Einfach mal so, aus dem Stegreif, zack. Und nicht nur einen, sondern zwei, Leute. Ich habe ja noch ein paar Köpfe hier. Warte, du kriegst jetzt direkt von mir zwei Stück, weil einen kannst du dann beschwören. Hast du noch Soul Sand? Ja, den können wir eigentlich holen, ne? Ich muss nur an der Kiste schnell. Den holen wir nämlich jetzt noch und dann werden wir nämlich uns auf den Weg machen. Ich habe mich schon beim lieben Skate an der Stelle nochmal ein Dankeschön an den informiert, wo jetzt dieser komische Raum ist, weil ihr immer wieder geschrieben habt: Kevin, du Vollidiot! Man tötet den Wizard in der 1.9er, so wie Skate, Glim und Spark, das machen die coolen Boys. Die machen das nämlich viel cooler als du und können das ganz leicht und ja. Deswegen habe ich die coolen Boys angefleht, mir zu verraten, wie das geht. Und das haben die mir jetzt gezeigt. Und da machen wir uns jetzt einfach auf den Weg hin. Wir müssen eben in den... Und ich bin nur das Anhängsel. Ich habe mich so eingeschleimt. Ich habe gesagt, Kevin, bitte, ich will dabei sein. Ich will auch einen Wizard töten. Aber wird auf jeden Fall cool. Also für die Leute, die es am Wochenende mitbekommen haben, es gab ja schon einen Wizard-Kampf. Also das Achievement habe ich schon. Ich glaube, du auch, ne? Ja. Das Achievement auch schon bekommen. Und ja, was soll man dazu sagen? Es war ein bisschen ungeplant. Würde ich mal so sagen. Sag mal, der Kampf hat mehr mit meinen Emotionen stattgefunden, Leute, weil mein geliebtes Haus zerstört wurde ein bisschen. Ja, richtig übel. Aber Patrick hat, glaube ich, mehr darunter gelitten, oder? Ja, bei dem sah das aus, als wenn eine Atombombe auf sein Haus eingeschlagen hätte. Das ist so übertrieben. Ich bin gespannt, also wie jetzt der Wizard-Kampf gleich laufen wird, weil der Wizard ist halt in der 1.9 einfach auch mega übertrieben. Das war wirklich richtig, richtig krass. Also ich habe ja, wie gesagt, gestern das Video gemacht, wo ich das alles nochmal erklärt habe, was so im Livestream bei Revi abgegangen ist, so. Aber wirklich... Warte, hier. Zeigen konnte ich ja keine Szenen. Oh jo, fett, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe auch noch Goldäpfel in meiner... Ja, ich habe davon fast einen Stack mittlerweile. Ja, das ist so übel. So übel. Wir müssten rein theoretisch, ne? Müssten wir trotzdem eigentlich noch eine Mob-Farm hier im Nether bauen. Weil du halt hier einfach richtig viel Goldnuggets bekommst. Ja, Spark baut ja so ist eine auch bei sich gerade, so eine Goldfarm. Aber der baut die ein bisschen anders. Ich habe schon zu JB gesagt, wir müssten eigentlich jegliche Farmen mal bauen. Das wäre richtig krass. Stell mal vor, wir hätten von allem, was geht, so eine Farm. Oh. Ja, das ist halt eigentlich richtig geil. Oh, was ist das denn, Alter? Übrigens, soll ich dir nochmal einen Trick verraten? Ja? Warte mal. Pass mal auf, ne? Ich nehme das Schwert jetzt in eine Hand und den Bogen in die andere. Und pass auf, ich töte den jetzt mit dem Bogen. Warte. Guck mal, was der gedroppt hat. Alles. Hä? Das hatte der alles wegen dabei. Dem Looting. Das wirkt auf den Bogen. Nein. Wie krass ist das denn? Geil, ne? Das ist richtig gut. So kannst du das immer jetzt farmen, alles. Ey, das ist geil, das ist richtig nice. Ja, den Trick, das habe ich einfach so, weil Jens hatte mir das mal gesagt, das war in der 1.8er noch so, wenn du mit dem Bogen schießt und der Pfeil noch im Flug ist und du wechselst dann aufs Schwert, geht der Looting-Effekt auf den Pfeil. Und ich habe mir dann einfach gedacht, hä, vielleicht geht das ja jetzt, wenn du das in beiden Händen hältst und das hat funktioniert. Und es geht, das ist krass, das ist richtig krass. Ja. Okay, so, der Wizard wird gespawnt. Ich bin, haben wir irgendwie so eine kleine Ecke, wo man sich ein bisschen verziehen kann? Ja, da hinten, hier hinten sollen wir uns reinstellen. Einfach hier rein, oder was? Ja, genau. So, ich tue die Köpfe jetzt dran. Ich esse schon mal einen goldenen Apfel. Warte mal, der spawnt. Hä, du musst die oben draufsetzen. Nein, nein, er sagte, wir sollen ihn liegend spawnen. Aber wie haben die das mit den Köpfen dann gemacht? Hä, bist du sicher, dass die nicht oben drauf müssen? Ja, ja, aber warte mal, haben die das dann so gemacht? Wie? Hä, aber das muss doch so gebaut sein, wie ein T, ne? Ja, das muss wie ein T gebaut werden, also von unten nach oben, unten in der Mitte. Ja, jetzt nimmt er die an. Hä? Es funktioniert das aber. Das sind ja voll Profis. Alter, ich glaube, wir machen irgendwas falsch hier gerade. Kann das sein? Kann das sein, dass der vielleicht andersrum gebaut werden? Nee, das geht ja gar nicht, ne? Wir müssen irgendwie... Warte, kann das sein, dass ich irgendwie von hier oben das draufbauen muss oder so? Ja, setz mal da hin und dann setz mal die Köpfe oben drauf. Geht ja nicht! Was? Hä, warum? Ah, warte mal, vielleicht müssen wir uns hier an der Seite hochbauen oder so. Warte mal, hier kannst du doch raufsetzen. So, guck mal. So meine ich das. Eins, zwei... Versuch mal. Drei. Boah, jetzt habe ich richtig Schiss gehabt, aber es passiert nichts. Nee, der muss unten drunter. Das muss ja wie im Tee sein dann. Hä, wie haben die das denn bitte gemacht? Warte mal, kann das sein, dass sie die hier wegnehmen?
Ja, aber dann haben die, warum haben die die dann sonst da hingebaut? Der hat ja extra zu mir gesagt, der muss liegend gespawnt werden. Komm, wir spawnen ihn jetzt einfach so. Scheiß der Hund drauf. Das soll jetzt Action hier geben. Ja, setz mal unten jetzt einfach. Hä, warum geht das nicht? Musst du die neu setzen? Ja, warte. Oh, da ist er. Oh, direkt in der Wand. Ja, warte. Hä, was ist los mit ihm? Explodiert? Warte, der explodiert gleich. Komm hier rein. Oh. Alter, ich hab doch gedacht, der explodiert doch jetzt gleich. Oh, der ist gespawnt. Wow, nein. Nein, es klappt nicht. Es klappt nicht so, wie es soll. Oh, oh. Warte, der ist auf dich gefokust. Wie viel Leben hast du? Ich hab noch fast voll. Ich esse gleich noch einen Goldapfel. Oh, fuck, Alter. Wir machen den ganzen Raum kaputt. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, das geht so nicht, Kevin. Warte, oh, der tötet mich gleich. Ich muss weg. Warte, ich esse einen goldenen Apfel. Ah, der ist hinter mir her. Hilfe. Echt jetzt? Ja. Bau dich ein, bau dich ein, bau dich ein. Der ist auf mich gefokust, der ist auf mich gefokust. Ich komm wieder hoch. Ach du Scheiße. Was passiert denn hier? Oh, oh, wir haben den ganzen Raum direkt zerstört. Oh mein Gott. Das war nicht so geplant, Leute. Oh mein Gott, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich töte ihn, ich töte ihn. Oh, oh. Ich bin fast down, ich bin fast down. Ist der hinter mir her? Ja, ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet. Oh, oh, wir haben den ganzen Raum. Scheiße! Wir haben den ganzen Raum zerstört! Und Skate hat sogar noch extra gesagt, ihr müsst den liegen spawnen! Scheiße! Alter! Das hat überhaupt nicht geklappt, Alter! Ey, wir haben richtig Schreien! Ohne Witz, Alter, wenn die das nächste Mal hinkommen, der ganze Raum ist verwüstet! Nein, ich bin gestorben! Ey, hast du nichts gegessen? Oh Mann, ich hab da nicht drauf geachtet, weil ich die ganze Zeit am Lachen war. Oh Mann, toll. Scheiße. So, Scheiße, es gibt's gar nicht, Mann. Oh, ich hab deine Sachen im Inventar ein bisschen. Ich geb dir ja, die gleich. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich komm jetzt, warte. Alter. Ich fang schon gerade an, den Raum ein bisschen aufzubauen wieder. Bau einfach so den Boden hin, als ob da nichts gewesen wäre. Ja, dann kriegt das keiner von denen mit, was wir hier angestellt haben. Aber warum haben. Ist der denn nicht liegend gespawnt? Ich verstehe das nicht. Wie soll man den Wizard denn liegend spawnen? Keine Ahnung, wie die das gemacht weißt haben. Weißt du was? Die sind so blöd, ne? Die hätten die Köpfe wahrscheinlich nach unten gucken lassen müssen. Geht das? Ah, bestimmt, ja. Wir müssen so ein bisschen nach vorne und... Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wir machen das jetzt gleich. Scheiße, der Raum war doch ein bisschen anders. Wie war der denn jetzt gebaut, ey? Als ob du das nochmal so hinbekommst, ey. Alter, ohne Witz, wie schnell der sich da durchgefressen hat. Das war nicht mehr normal, ey. Ja, der ist so schnell wie meine Spitzhacke gewesen. Ohne Witz, ich musste so schnell wegbauen von dem. Alter, Ich hab den von hinten angegriffen, aber du erkennst das einfach sauschnell. Boah, ich bin schon fast tot wieder, ey. Nice. Bist du denn da? Ich hab nichts zu essen zu Hause, das war mein Problem. Warte mal, ist in einem, Scheiße, wie komme ich denn jetzt an Essen dran? Muss ich auf jeden Fall gleich ein bisschen beeilen, weil... Hier ist ja das Burgerhaus, ne? Ist da Essen drin? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht genau sagen. Ach, das ist ja noch nicht mal fertig gebaut. Oh Mann. Ja, warte, ich komm erstmal zurück in den Nether jetzt. Okay, alles klar. Aber ich denke, ich werde das wahrscheinlich... Also wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich tot. Ich habe nur noch drei Herzen und mein Hunger ist fast weg. Warte, ich komme dir entgegen. Dann gebe ich dir geil. Schnell das Essen, geil. Damit du deine Sachen sammeln kannst. Ja, aber ich habe nichts mehr zu essen zu Hause. Ich hab alles aufgegessen. Warte, ich esse ihn. Warte, ich komm jetzt in den Nether rein. Ja, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge, wir informieren ja, uns da einfach nochmal ein bisschen. Dann werden wir in der nächsten Folge den nächsten Wizard machen, Leute, wenn wir das dann richtig machen. Weil wir werden jetzt gleich erstmal damit beschäftigt sein, den Raum wieder aufzubauen. Genau. Also Leute, in der nächsten Folge seht ihr dann den nächsten Wither-Kampf und vielleicht werdet ihr da auch ein wenig mitlachen können. Ja, schaut auf jeden Fall beim Kevin vorbei. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ja, ciao. Und lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. So sieht's aus. Auch wenn wir alles verwüstet haben. Tschüss. Dafür ein Like. Also, ciao.